Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warcraft. Wir beginnen jetzt mit der zweiten Phase hier. Denkt dran, wir wollten jetzt hier ins Abwasser. Und müssen jetzt irgendjemanden befreien für die Kriegshalbline. Schauen wir mal, wer das sein wird. Phase 3, das Verlies. Wow, seid ihr im Over... Die 7. Legion ist hier. Wen immer wir rausholen, die Menschen lassen es echt nicht drauf ankommen. Ich gehe vor und spüre die Gefangenen auf. Gebt mir Deckung. Wir werden sie ablenken. Seid vorsichtig. Ja, ja, Valtrua. Valtrua! So, ich hau mir schnell noch Buffwood rein, weil ungebufft geht man nirgendwo hin. Das ist einfach so ein unbeschriebenes Gesetz. Okay, das wirkt. Dann mal auf. Ja, und jetzt ist nämlich die Frage. Ah, okay, so. Ich muss nämlich so ein bisschen gucken, weil ich schon Ewigkeiten jetzt auch nicht mehr gezockt habe und auch gar nicht mehr so genau weiß, wie es geht. Yes, oh, die Attacke ist aber overmighty, wa? So, dann sammeln wir mal eben diese coolen Blubs auf. Die brauchen wir und wir müssen jetzt hier durch. Eigentlich hatte ich noch so eine andere Attacke, die ich gerade so geschossen habe. War das die? Ah, okay. Ah ja, okay. Ich bin aus also, der Bahn, ne? So. Oh, das war doof. So. Dann geht's hier weiter. Tja, und dann müssen wir mal gucken, wer noch hier rein. Wer hier das Glück auf seiner Seite haben wird. Ist das richtig? Ja, ich gehe mal davon aus, dass Valtrua sich nicht täuschen tut, ja. Boah, Alter, die Attacke ist aber schon ultra geil. So, also. Nee. Nein, Saufang, du lebst. Du liebst, you are alive! Ich diene der Horde. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich in dieser Zelle verbracht habe. Aber es spielt doch keine Rolle. Nach allem, was sie getan hat, kehre ich niemals zu ihrer Horde zurück. Ach nö. Vergesst niemals den Unterschied zwischen Loyalität und Ehre. Und betet, dass ihr niemals wählen müsst. Ihr kommt nicht mit uns. Wir wissen beide, ihr seid nicht wegen mir hier. Die, die ihr sucht, findet ihr am Ende des Gangs. Ich verstehe. Ihr seid euch sicher, Hochfürst? Bin ich. Loktar. Och nö, das ist eigentlich voll schade. Ich hätte ihn so gerne wieder mitgenommen. Guck mal, der ist nicht mehr angekettet. Der kann sich frei bewegen. Naja, der ist auch eigentlich nett, ne? Also nett nicht, sondern richtig cool. Das ist halt so Warnast, die als CD ist, ne? Das muss man schon so sagen. Alter, die Attacke ist natürlich wirklich sehr effektiv, das muss man schon sagen. Da ging es selbst hier noch scheiß weg. Ich brauche ein Ziel. Ah, hier müssen wir hin, oder was? Jo. Da kommt unsere Eskorte. Wie ich versprochen habe, Prinzessin. Wer ist denn der Debattentypen da? Hallöchen.
Danke. Mein Prophet sagt mir, ihr seid auf unserer Seite. Euch kenne ich doch. Ihr seid die Schlange, die... Wir sind hier auf Geheiß der Horde. Ich bin Talisra und das ist Rokan. Vorstellungen machen wir später. Regelt alles ab! Das ist echt fieser Voodoo. Talisra? Ein Nullifikationsfeld. Ich kann nicht zaubern. Schlecht. Mir nach, los! Aber woher kommt das? Oh. Wir müssen hier weg. Ach, es putzt mich aber auch nur vor, mehr macht es nicht. Wie kommen wir raus? Hier lang. Das wäre ein Fehler. Wir müssen in die andere Richtung. Wehe, das stimmt nicht. Ja, wie hat die das denn gemacht? Sandala für immer. Achso, ja, die können wir killen. Das kann ich nicht angreifen. Natürlich kannst du das nicht machen. Und hier, wow. Habt ihr wirklich geglaubt? Ihr könntet mir auch, Alter. Den. Ne? Achso. Ja, und jetzt habe ich... Ja, man muss manchmal auch ein bisschen langsamer machen. Man darf auch nicht mal alles so überstürzen. Merkt ihr das? Denkt da dran. So, das war das. Das war die Attacke. Das haben wir die auch mal gesehen. Ich denke mal, da wäre es einfacher gewesen, wenn wir das andere zu nehmen. Das ist zu weit entfernt. Ach, was willst du denn von mir, Schätzchen? Niemand überrumpelt die siebte Legion! Sterbt! Horden abschaum! Ach, da habe ich doch die Attacke von Legion, ja? Und jetzt! Das sieht so geil aus, wie der allein schon hochgeht und dann feuert, ne? Jemand muss sie aufhalten. Ja. Das wirst aber nicht du sein. Tut mir leid. Hier riecht's nicht angenehm. Wo führt der hin? Dem Troll zufolge. Nach draußen. Bitte, vergeudet noch mehr Zeit mit diskutieren. Fertig? Ihr drei? So, dann machen wir erstmal hier ein nettes Bildchen von, nicht? So, und auf geht's. Raus hier! Überall wachen. Wir können hier nicht euch, lange Mann. Bleiben. Ich kann uns versteckt halten, solange keiner Dummheiten macht. Gib das Signal, Champion. Dann los. Na dann mal, go. Bleib zusammen wie ein Team. Wegen euch gehen wir noch drauf. Lasst uns ja nicht auffliegen. Ja, mach mal. Ich wollte nur was testen. Hergehört, Bürger von Sturmwind. Infiltratoren der Horde sind ins Verlies vorgedrungen. Zivilisten sollten in ihren Häusern bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Auf Befehl des Königs. Aha. Wartet kurz. Weiter. Oh, der sieht uns. Hey, schnell! Wegen euch gehen wir noch drauf! Ja. Unsere Isolation ist vorbei. Hört auf abzuhauen! Ja, ich tu doch nichts. Ich will nur wissen, wie die Dinger. Gehen wir über die Brücke. Außer euer Prophet hat ein Problem damit. Wegen Keine euch gehen Sorge. Wir noch drauf. Wir kriegen schon mit, wenn sein Leben in Gefahr ist. Da
rein in den Kanal. Sofort! Hä? Sofort! Ah. Bleibt wachsam. Laut dem SE-7 ist der Feind in der Nähe der Burg gesehen worden. Sie können nicht weit sein. Eure Wachsamkeit ist unser Schutz. Der Anduin. Eine kleine Vorwarnung hätte nicht geschadet. Die war offensichtlich nicht nötig. Keine Unterbrechung mehr bis zu den Docks. Sag, wenn's losgehen kann, Champion. Ja, okay. So, dann bis zu den Docks. Machen wir hier jetzt mal gerade einen Stopp und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Bis dahin. Tschüsschen.